darf ich Sie alle noch mal ganz herzlich begrüßen und wollte eigentlich nur für den, der es noch nicht weiß, noch mal vorstellen, wer außer den Kindern heute da ist. Wir freuen uns sehr, dass heute Herr Dr. Hartmut Klusig bei uns ist, Personalvorstand der Bayer AG. Hintergrund ist, dass diese Kita mit einer sehr, sehr, sehr großzügigen Spende von Bayer gebaut wird. Außerdem ist natürlich unser Oberbürgermeister Uwe Richrath da, Frau Baudezernentin Deppe, die gleich noch was zum Bau der Kita sagen wird. Und wo ist denn jetzt? Ah, da ist er. Herr Marc Ademart, unser Dezernent für Kinder und Jugend, der nachher dann im Anschluss noch sagen wird, was, wie die Kinder bespielt wird, also wie viele Kinder reinkommen, wie das, ne, die Gruppen aufgeteilt sind und ähnliches. Das war es eigentlich auch schon von meiner Seite und dann übergebe ich. Ja. Ja, vielen Dank, ja, sehr geehrter Herr Dr. Klusig, sehr geehrte Frau Deppe, sehr geehrter Herr Ademart, meine lieben Gäste, und die Kinder sind ja leider schon hier vom Platz runter. Auch da nochmal einen herzlichen Gruß hin. Ja, ich bin, sagen wir mal wieder, ich bin Leverkusener gewächs. Und wenn man schaut, wie die Stadt sich entwickelt hat, 1930 Stadtgeschichte, geprägt natürlich durch die Industrie und prosperisierend, wurde nie ein Zeichen dafür, wie die Stadt damals schon gewachsen ist. Nach dem Krieg im Wiederaufbau, ich war vor einigen Tagen bei den Denkmalpflegern, ist mir sehr bewusst geworden, wie die Stadt Leverkusen sich jetzt auch mit einer alten Tradition heraus sich sehr stark entwickelt, was in der Entwicklungsstruktur von Bevölkerung. Das hat natürlich zur Folge, dass wir uns im Wohnungsbau, in der Siedlungsstruktur entfalten müssen. In einem Bereich, der immer enger wird. Und auf der anderen Seite haben wir eine Struktur in der Gesellschaft, und das ist auch gut so, wo wir durch ein gutes Bildungssystem es geschafft haben, Frauen und Männer in dem Arbeitsmarkt zu etablieren, mit einer sehr hohen Qualifikation. Das eine darf aber das andere nämlich nicht ausschließen, das heißt beruflicher Erfolg, existenzielle Sicherung und gleichzeitig aber immer wieder auch der Wunsch nach Familie. Und umso wichtiger ist diese beiden Sachen. Es nützt nichts, nur Grundsteinlegung im Wohnungsbau zu vollziehen, sondern wir müssen mit der sozialen Infrastruktur, mit der Bildungsinfrastruktur parallel Schritt halten, um nämlich zu erreichen, dass Kinder gleiche Lebenschancen bekommen. Und Lebenschancen definiere ich sehr früh. Das fängt schon ab der Geburt an, wo wir dann eben mit Betreuungsstrukturen versuchen, Persönlichkeiten auszuprägen. Deshalb ist es gut, hier an dieser Stelle nämlich einen Akzent zu setzen. Hier drumherum gibt es sehr viele Wohnstrukturen. Hier nochmal eine Kita entstehen zu lassen, um eben das zu gewährleisten. Auf der anderen Seite, darüber muss man sich mal klar sein, brauchen wir qualifizierte junge Menschen, die weiter dann in den Wirtschaftsprozess in der Bundesrepublik Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, in Leverkusen einsteigen. Das ist wichtig für die Industrie. Wir leben von Produkten, die innovativ sind. Wir brauchen Wissenschaft. Und die Grundlage ist eben eine gute Familienpolitik, gute Kindergartenplätze, gute Schulen, aber auch gute Universitäten und eine gute Industrie, die nämlich das gewährleistet, dass die Wertschöpfung dann zum Schluss auch in unserer Gesellschaft bleibt, um die Sozialstruktur hier in Deutschland aufrechtzuerhalten. Deshalb, Herr Klusig, meinen ganz, ganz persönlichen herzlichen Dank dafür, dass wir gemeinschaftlich den Weg hier gefunden haben, nämlich Akzente zu setzen. Akzente zu setzen als Stadt Leverkusen mit dem Bayer-Konzern zusammen, mit dem Vorstand, mit der Belegschaft, hier ein klares Signal zu setzen mit einer großen, großen Spende, nämlich 2,5 Millionen Euro, die die Bayer AG hier für die Gesellschaft platziert. Deshalb meinen herzlichen Dank für den ersten Bürger der Stadt, nämlich von den Bürgerinnen und Bürgern für die Kinder in unserer Stadt. Herzlichen Dank. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Richrath. Hat ja auch hier die Kinder besonders begrüßen wollen, die jetzt wechseln. Sehr geehrte Frau Deppe, sehr geehrter Herr Ademart und sehr verehrte Gäste. Ich freue mich natürlich genauso hier zu sein, um gemeinsam mit Ihnen, Herr Richrath, den Startschuss zum Bau der neuen Kindertagesstätte in der Heinrich-Lübke-Straße geben zu dürfen. Ich gratuliere schon jetzt den Bauern der Stadt Leverkusen zu dieser Investition in die beste aller Geldanlagen, nämlich in die unserer Kinder und unsere Zukunft. Wir als Bayer AG beteiligen uns an den Baukosten dieser Kindertagesstätte, wie Sie gerade sagten, mit einer Spendehöhe von 2,5 Millionen Euro. Das ist, um es hier zu sagen, die höchste Einzelspende
in unserer Unternehmensgeschichte. Und die ist ja schon, wie Sie alle wissen, schon fast 155 Jahre alt. Insofern haben diese erste Spatenstich, von dem man eigentlich jetzt nicht mehr reden kann, wenn man sieht, dass schon der Bau gut im Fortschritt ist und die begleitende Spende neben dem Spatenstich ohne Übertreibung in einer historischen Dimension. Aber warum auch nicht? Denn diese Spende ist für uns nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch ein gleichsam dreifaches Bekenntnis, die dann durch diese Rekordhöhe unterstreicht, wie ernst uns es damit gemeint ist. Zunächst unser finanzieller Beitrag zu diesem wichtigen Bauprojekt, ein klares Bekenntnis der Bayer AG zur Stadt Leverkusen. Bayer und Leverkusen gehören untrennbar zusammen, und zwar nicht nur im Bewusstsein der meisten Bürgerinnen und Bürger der Stadt oder der Region, sondern weit auch über die Landesgrenzen hinaus. Bayer hat Leverkusen weltweit bekannt gemacht und tut dies bis auf den heutigen Tag mit den von hier uns entwickelten und produzierten Produkten, aber natürlich auch mit den Leistungen und Erfolgen der ansässigen Sportler und Vereine, von denen der Bayer 04 nun der bekannteste ist. Seit die Bayer AG 1912 ihren Hauptsitz von Wuppertal-Elberfeld ins damalige Wiesdorf und später oder das heutige Leverkusen verlegte, haben wir uns auch immer aktiv an der Stadtentwicklung beteiligt. Von der Kolonie 1, der Bahnsiedlung und dem Erholungshaus, über die Sportstätten am Forte Cotton, in der Kalkstraße, der Bayarena und bis hin zum heutigen Camppark. Mit seiner ausgreifenden Infrastruktur und von dem von ihm ausgehenden Anziehungskraft auf Menschen und andere Unternehmen. Die finanzielle Förderung der neuen Kindertagesstätte hier setzt diese Tradition auf zeitgemäße Weise fort. Und darin liegt auch zugleich das zweite Bekenntnis, das mit unserer Spende verbunden ist. Denn wir bei Bayer verstehen uns nicht zuletzt als sozialverantwortlicher und handelnder Corporate, Good Corporate Citizen, der sich auch für die gesellschaftliche Entwicklung in seiner Nachbarschaft engagiert. So fördern wir über unsere Stiftungs- und Spendenprogramme weltweit Spitzenforschung, Talente, innovative Bildung und Sozialprojekte mit jährlich rund 50 Millionen Euro. Die Frage, wie eine adäquate Betreuung von Kindern im Vorschulalter sichergestellt werden kann, ist zweifellos eine der dringlichsten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer heutigen Gegenwart und zudem auch von enormer praktischer Bedeutung für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Sie treibt die Kommunen wie die in ihren bei ihnen ansässigen Unternehmen gleichermaßen um. Denn ausreichende Kinderbetreuungsmöglichkeiten bestimmen heute über die Attraktivität sowohl von Städten als auch von Arbeitgebern. Sie sind doch für viele Menschen die Voraussetzung dafür, Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können. Dazu kommen weitere gesellschaftliche Themen wie die frühkindliche Bildung oder der Spracherwerb und eben auch die Integration von Migranten, die eng mit einer guten Kinderbetreuung verbunden sind. An diesem Punkt treffen sich nicht nur die Interessen von Bayer und der Stadt Leverkusen, sondern auch die jeweiligen Lösungsansätze. Denn wir verlassen uns in dieser Frage nicht nur auf die Kommunen und die öffentliche Hand, sondern nehmen auch selbst viel Geld in die Hand, um vor allen Dingen vor Ort konkrete Abhilfe zu schaffen. Die Spende von 2,5 Millionen für den Bau dieser Kindertagesstätte ist so ein Beitrag. Ein anderer sind für uns die rund 8,2 Millionen, die wir als Bayer in den vergangenen 5 Jahren in den Ausbau unserer eigenen Kinderbetreuungseinrichtungen hier in Leverkusen investiert haben. Zudem werden wir in diesem Herbst unsere Betreuungsplätze um weitere 50 auf dann insgesamt knapp 300 Plätze aufstocken. Mit ihnen leisten wir auch einen spürbaren Beitrag
um die angespannte kommunale Versorgungslage zu entlasten. Denn weit über die Hälfte der Kinder in den Bayer-Einrichtungen kommen aus dem Leverkusener Stadtgebiet. Doch die Investitionen in Steine sind auch hier immer nur der erste Schritt. Ebenso wichtig sind die in den Kindertagesstätten tätigen Erzieherinnen und Erzieher. Ihre materielle Ausstattung und die dort praktizierten pädagogischen Konzepte. Neben Kreativität und Spiel setzt diese neue Kindertagesstätte an der Heinrich-Lübke-Straße auch auf die kindgerechte Vermittlung von naturwissenschaftlichem Wissen. Dieses Konzept hat uns von Anfang an begeistert. Denn von einem sind wir bei Bayer fest überzeugt. Wenn es um die ganz großen Themen in unserer Zeit geht, ist es die Wissenschaft, die uns hilft, die Welt zum Besseren zu verändern. Das gilt für die Förderung der Gesundheit, die Sicherung der Ernährung, denen wir uns als Bayer verschrieben haben. Aber auch für viele andere Zukunftsfragen, wie eine ressourcenschonende Energieversorgung, eine leistungsfähige Informationstechnologie oder auch intelligente Mobilität. Deshalb ist unsere Spende drittens ein entschiedenes Bekenntnis zur naturwissenschaftlichen Bildung als unverzichtbare Voraussetzung für Innovationen in allen Bereichen. Denn nur die wissensbasierte Verbesserung des Bestehenden ermöglicht gesellschaftlichen Fortschritt und auch wirtschaftlichen Wohlstand für alle Bürger in diesem Land. Die gemeinsame Entwicklung von Bayer und der Stadt Leverkusen bietet dafür seit mehr als 100 Jahren ein anschauliches Beispiel. Und wir sind sicher, dass diese Partnerschaft auch noch viele Jahre überdauern wird. Eine große Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft, unserer Kinder und ich denke damit nach unserer Überzeugung das stärkste Zeichen. Danke. Ja, es ist vernünftig. Ich glaube, dass man versucht das mal mit dem Mikro, damit ich hier gegen ankommen kann. Der Vorteil, dass wir heute nicht beim Spatenstich sind, sondern schon ein ganzes Stück weiter, ist, dass man schon mal erkennen kann, wie sieht es denn aus? Sie sehen, dass es ein L-förmiges Gebäude wird. In der Mitte werden wir eine Halle haben, von der die Erschließungssituation gemacht wird. Wir werden vier Gruppen haben und die Gruppen richten sich dann auch in den Innenraum aus, der Innenhof aus, der dann ja natürlich noch wesentlich begrünter sein wird als heute und damit auch die Spielfläche für die Kinder darstellen wird. Darüber hinaus werden wir auch noch einen knapp 75 Quadratmeter großen Mehrzweckraum haben, der für unterschiedliche Turnübungen, Spiel, Spaß auch genutzt werden kann. Das Ganze ist geplant von den Architekten Hahn Helten aus Aachen und wir setzen das um mit einem Generalunternehmer Fechtel, Kort und Eggersmann, da muss ich jetzt mal ein bisschen gucken nach dem Namen, die kommen aus Marienfeld und Architekten wie auch Generalunternehmer haben schon mal für uns geplant, da wissen wir, dass wir mit denen gut bedient sind und dass wir auch tatsächlich in einem Jahr das Ganze umgesetzt haben. Das heißt, werden wir im nächsten Jahr hier stehen, hoffen wir, dass alles auch schon fertig ist. Das Ganze kostet 4,7 Millionen. Wir werden oder haben eine Erdwärmepumpe geplant und eine Sohle-Wasserwärmepumpe, die das Ganze dann für Trinkwasser- und Fußbodenheizung versorgt. Ja, was ist noch zu sagen? Darüber hinaus, wie alle unsere öffentlichen Gebäude, barrierefrei, natürlich. Klinkerfassade, Flachdach. Und es sind vier Kita-Gruppen mit jeweils zwei Gruppen, die dann angebunden sind an die sanitären Einrichtungen. Das heißt, wir haben einen Gruppenraum, einen Differenzierungsraum mit Nebenräumen, Abstellraum. Und was natürlich heute auch schon immer erforderlich ist, sind die Wickelräume. Denn die Kinder kommen ja immer früher in die Kitas rein. Im Obergeschoss werden wir auch Balkone haben. Damit haben wir auch den direkten Zugang für die oberen Gruppen in den Außenbereich, sodass alle bei schönem Wetter, was wir dann auch nächstes Jahr hoffentlich haben, diese Bereiche außen nutzen können.
Ich denke, das sind erstmal alle Punkte zu dem Bau. Und wir können sicherlich nachher noch, wenn Sie Fragen haben, können wir Ihnen dann noch zur Verfügung stehen. Vielen Dank. Ja, Herr Dr. Klusek, Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegin Frau Neppe, als der zuständige Dezernent freue ich mich natürlich wahnsinnig, dass hier ein weiterer Kindergarten gebaut wird. Und das mit Ihrer Unterstützung. Ich bin immer derjenige, der sagt, jeder Euro, jeder Cent, den wir in Kinder investieren, ist uninvestierter Cent, investierter Euro. Und Sie haben es am Anfang einleitend ja auch bei Ihrer Rede gesagt. Deshalb freut mich das umso mehr, dass wir es schaffen, hier wieder mit Ihrer Unterstützung eine, du hast gesagt, 4 Gruppen, aber pro Etage sind ja 2 Etagen, also 8-gruppige ja, Einrichtung pro sogar. Etage, habe ich vergessen. Genau, also sogar 8 Gruppen schaffen wir hier an diesem Standort, wo wir nachher 140 Kinder haben werden, hier betreut werden. Und das mit dem naturwissenschaftlichen Ansatz ist einfach fantastisch. Gerade in unserer Stadt, wenn man sich umguckt, in den Schulen ist das Thema Naturwissenschaften verankert und überall engagiert sich auch die Bayer AG in verschiedenen Sparten und ist bei uns unterwegs, sodass das natürlich wirklich passend ist. Und wir uns sehr, sehr darüber freuen, dass wir hier wieder diesen Brückenschlag zwischen Bayer und Stadt haben. Und diese Einrichtung, du hattest es ja im Prinzip schon, besser hätte ich es ja gar nicht sagen können, 8 Gruppen mit den Nebenräumen, das wird wieder ergänzen, ein Filetstück. Und ich glaube auch für Kinder und auch für die Eltern, die werden sich freuen, wenn sie ihr Kind in dieser Einrichtung anmelden können und wissen, hier bin ich gut versorgt. Und wir nehmen Kinder ja schon frühkindliche Bildung mit und werden quasi auf den Schulalltag vorbereitet. Denn Kindergarten ist nicht nur Betreuung, das verwechseln manche, ich gebe mein Kind ab und hole es ab, sondern da findet schon viel, viel statt. Bei den Kleinen, die saugen ja das Wissen auf die Schwämme, sodass da wirklich gute Grundlagen geschaffen werden. Und wir sind da wirklich im sehr guten Austausch, auch mal mit dem Baudezernat. Unsere Anregungen werden immer aufgenommen, sodass das immer auch so ein tolles Zusammenspiel ist, dass wir wissen, da wird pädagogisch auch, kann man herzlichen Dank auch an Sie, Frau Pesch, wird pädagogisch auch nichts vergessen, sondern wir sind da wirklich immer mit im Boot. Und deshalb, ja, ich freue mich einfach, wenn der Oberbürgermeister zusammen mit Ihnen das rote Band durchschneidet und die Kinder dann in den Kindergarten strömen. Also das ist etwas, ich bin total begeistert. Herzlichen Dank. Ja, dann Ihnen allen vielen Dank schon mal für Ihre Ausführungen. Ich weiß nicht, ob die Kolleginnen und der Kollege von der, oder Kollegin von der Presse Fragen haben, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, die zu stellen. Die Grünfläche geht bis hier oder geht die Grünfläche dann bis da oder passiert da das Seniorenwohnen, was meine Diskussion war? Wir haben hier nachher eine Zuregung, ungefähr an derselben Stelle, wo die jetzt auch schon ist, die Baustellenzufahrt, etwas weiter hier rüber. Und hier, das ist Grünbebauung, soll hier entstehen. Also es ist im Grunde die Hälfte dieses ganzen Areals. Hat die Bayer AG dann Belegungsrechte oder war das eine Spende, weil Sie generell davon überzeugt sind? Nein, also generell, wir haben keine Belegungsrechte. Aber ich habe ja gesagt, Kinder sind unsere Zukunft und für uns als Arbeitgeber ist es interessant, dass unsere Mitarbeiter auch wissen, dass ihre Kinder gut versorgt sind. Ich finde es auch gut, dass wir hier auch den gemeinschaftlichen Weg gehen. Also einmal natürlich hier nochmal mit ihrer Spende, aber dass sie natürlich auch nochmal in den eigenen, die Kindergarten selbst auch nochmal bei sich selber ausprägen. Das ist einfach sehr wichtig, weil ich eben schon gesagt habe, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, eine gute qualifizierte Kinderbetreuung, das passt ineinander, das macht eine Stadtqualität aus. Und das hat auch Leverkusen über all die Jahre dann auch getragen, in die Kooperation zwischen Arbeitsplätzen, Industrialisierung, gleichzeitig Wohnungsstruktur und dann natürlich mal die soziale Struktur in den Stadtteilen. Das ist völlig klar. Und eben als Arbeitgeber auch attraktiv zu sein dort für Mitarbeiter. Heutige und zukünftige.